Jo Leute, diesmal leider auch wieder psychisch auch nicht ganz so labil. Ich habe selbst keinen Bock mehr darauf. Zwanghaft die Adressen von irgendwelchen YouTubern rauszusuchen. Es läuft gerade alles so wunderbar. Ich habe keine positiven Begegnungen hier. Die sind alle, ich weiß nicht, ob es an der Insel liegt, ob es an dem Klima liegt oder was auch immer. Aber die Portugiesen, die sind so richtig ekelhaft. So. Es ist halt wirklich anstrengend, wenn man privat nicht mehr draußen rumlaufen kann, ohne dass man irgendwie so schon fast Verfolgungswahn oder sowas hat. Ich will nicht abwertend oder sowas wirken, aber wie dreist kann man eigentlich als Mensch sein? Madeira ist menschlich so Dreck. Hier juckt sich niemand für mich. Hier kennt mich niemand. Hier kennt mich niemand. Hier juckt sich niemand für mich. Die Leute begegnen mich. Oh mein Gott, Alter, der hat 1 Million auf YouTube, wisst ihr? Und das ist so schön. Das ist so wohltuend für die Seele. Ich möchte ihn natürlich auch persönlich langfristig schaden. Nicht, dass es dann irgendwelche Leute sehen, die vielleicht seine Arbeitskollegen und dass er dann irgendwie da Ärger bekommt. Das will ich. Letztendlich möchte ich einfach nur. Und dass er dann irgendwie da Ärger bekommt. Ich wurde damals, in meiner allerersten Wohnung wurde ich auch geleakt. Da habe ich einen Schlafstream gemacht, damals auf YouTube, bin eingeschlafen, bin aufgestanden, bin eingeschlafen, bin aufgestanden, bin eingeschlafen, bin aufgestanden. Ich hatte 5 Nachrichten auf mein Handy, wenn meine Nummer geleakt wurden. Und da haben irgendwelche Leute geschrieben, ey, ist das Essen vor deiner Haustür? Ich mache die scheiß Haustür auf, liegt da eine bewusstlose Jugendliche. Das muss trotzdem nicht sein. Das muss nicht sein, das ist unnötig. Das ist unnötig. Das muss nicht sein, das ist unnötig. Merkt euch das bitte. Und nimmt das auf die leichte Schulter. Ihr dürft vergessen, das hier ist unser Privatleben. Und wenn hier Leute vor der Tür stehen, dann kann ich entspannen. Bis zum nächsten Video, euer Tanzverbot.